geht um Folgendes. Letzte Woche haben wir über die Rolex Datejust gesprochen und mir ist im Nachhinein aufgefallen, auch anhand der Kommentare, vielen Dank dafür, dass wir die Uhren alle gar nicht so genau gezeigt haben. Jetzt haben wir natürlich in der Zwischenzeit sehr, sehr viele von den Uhren bereits verkauft. Ich werde jetzt trotzdem mal versuchen, anhand der Uhren, die ich noch im Laden habe, zu zeigen, was ich mit den Uhren zum Ausdruck bringen wollte. Da fangen wir einfach mal gleich an. Wir gehen währenddessen mal einen Kaffee trinken und der Amir, unser Kameramann, bester Mann der Welt, ja, der kriegt es hin, dass ich immer irgendwie so halbwegs ordentlich aussehe auf den Videos. Der wird nachher dann die Uhren einblenden und dann werdet ihr euch vorstellen können, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Zunächst reden wir über eine Rolex Datejust 36 mm, da habe ich eine Stahl-Roségold-Uhr aktuell da. Die Uhr ist insgesamt sehr, sehr klassisch von der Größe, wurde so in dieser Größe, so ähnlich seit den 50er Jahren produziert und hat jetzt eine in einer ganz klassischen Form ein Jubiläband, eine geriffelte Lünette, Metallvariante ist Stahl und Roségold, hallo. Hallo. Und das wäre jetzt so die klassischste Version der Rolex Datejust, ist aber mehr oder weniger eigentlich auch eine Anzugsuhr, ist also jetzt in dem Sinne keine Sportuhr, wobei sie damals, als sie neu rausgekommen ist, als Sportuhr galt mit 36 mm. Aber heutzutage würde ich die Uhr einem Anzugträger empfehlen. Als zweites haben wir jetzt hier eine Rolex Datejust in einer 40 mm Variante. Das ist das aktuelle Modell und zwar in der sportlichsten Konfiguration. Wir haben eine glatte Lünette, wir haben zudem ein Oysterband und das ist so die Uhr, wenn man irgendwie jetzt eine 40 mm Uhr keinen zu starker, keinen zu kräftigen Arm hat und man möchte im Grunde genommen einfach die sportlichste Version der regulären Stahl-Datejust tragen. Man trägt die Uhr mal zum Polo, man trägt die Uhr mal zum Anzug, man hat keinen zu geringen Umfang am Handgelenk, dann kann man die Uhr auf jeden Fall perfekt unterbringen. Wenn man die Uhr ein bisschen klassischer haben möchte, nimmt man sie ebenso am Oysterband, eben mit einer Weißgoldlünette, ebenfalls in 40 mm. Und wenn man jetzt so einen richtigen Sportkracher haben will, habe ich jetzt leider nur in der Stahl-Gelb-Gold-Variante. Da ist dadurch so ein bisschen zu klassisch eigentlich für dieses Beispiel. Aber dann nimmt man eine Rolex Datejust 2. Es ist eine 41 mm Variante in Stahl und Gelbgold, hat eine Gelbgold-Lünette, eine geriffelte Lünette. Gab es in dieser Form, also die Datejust 2, die abgeschlossene Version der großen Datejust, gab es in dieser Form auch nur am Jubiläband, nur am Oysterband, gab es also nie an dem sehr klassischen und feingliedrigen Jubiläband. Wäre bei der Uhr auch eigentlich, wird gar nicht so hundertprozentig passen, weil es eben im starken Kontrast stünde zu dem verhältnismäßig massiven Gehäuse. Ja, jetzt bestellen wir einen Kaffee, wir zwei. Ne, vielleicht finden wir auch noch die ein oder andere Sache zu sagen, während wir einen Kaffee trinken. Wir legen los! So ihr Lieben, jetzt werden hier noch ein paar Fragen gestellt. Der Ami wird das jetzt einfach mal für euch übernehmen und das sind Fragen, die unter dem letzten Video standen. Hey, wäre schön, wenn ihr eine 36er und eine 41 mm mal anziehen würdet, damit man einen Unterschied am Handgelenk sieht. Okay, ich werde alle Uhren, die jetzt gerade angesprochen wurden, einfach mal im Vergleich am Arm gleich tragen. Ich werde die einfach mal alle nebeneinander der Größe nach anziehen. Und dann könnt ihr euch ein Bild davon machen, wie die aussehen. Zu mir, ich bin knapp über 1,90, ich bin ca. 1,93 groß, habe verhältnismäßig große Hände. Ihr müsst natürlich euer Handgelenk selbst einschätzen können. Dann, ich dachte irgendwie, dass die glatte Lünette immer aus Platin sei. Bei der Platin Day-Date ja, aber ansonsten ist die glatte Lünette eine Edelstahl-Lünette. Wie seht ihr die Entwicklung der Datejust 2? Datejust 2 ist ein abgeschlossenes Modell, wurde verhältnismäßig kurz produziert und wird die größte Datejust sein, die jemals bei Rolex in der Produktion war. Dementsprechend sehe ich die sehr gut. Also es wird sich auf jeden Fall bei der Rolex Datejust 2 weiterhin was tun. Es hat sich ja auch schon eine ganze Menge getan, glaube ich dran. Hallo, ich hätte gerne eine Datejust, würde am liebsten 4.000 bis 5.000 Euro ausgeben für eine 36er. Wäre das realistisch? Das ist es. Du solltest allerdings auf eine Vintage-Uhr gehen. Da wirst du auf jeden Fall hinkommen. Ich habe solche Uhren auch immer wieder für um die 4.000 Euro im Bestand. Sind dann so 70er, 80er Jahre Uhren. Wenn du eine perfekte Alltagsuhr haben willst, sprich im Wasser tragen willst, wenn die ein bisschen belastbarer sein sollte, solltest du eine neuere Uhr nehmen. Und dann würde ich dir empfehlen, so ab 6.000 Euro kriegst du auch schon eine Datejust 2 mit einer Stahllünette. Und da bist du auf jeden Fall gut aufgehoben. Wenn man Marc Gebauer auf Wish bestellt. Das ist auf jeden Fall ein geiler Kommentar, der kommt immer wieder zugegebenermaßen. Ich muss hier den Amir fragen, was Wish überhaupt ist, weil kenne ich gar nicht. Aber war auf jeden Fall sehr witzig, wir haben gestern sehr darüber gelacht.
Ja, Freunde, was soll ich dazu noch sagen? Der Kameramann hält wieder drauf. Ich würde sagen, bei der Rolex Datejust, ich habe es ja im letzten Video auch schon gesagt, wenn ihr wirklich eine Uhr sucht, es gibt unzählige Konfigurationsmöglichkeiten. Es gibt klassischere Zifferblätter, beispielsweise in dunkelblau oder in schwarz. Es gibt sportlichere Zifferblattvarianten, so wie beispielsweise bei der 41mm Version, bei der Rolex Datejust 2 in Stahl-Gelb-Gold. Die hatte noch die arabischen Zahlen rundum in einer verhältnismäßig plakativen Form. Dadurch wirkt die Uhr auch direkt viel bulliger, viel sportlicher. Und so könnt ihr euch eure Uhr konfigurieren. Das Jubiläumband wirkt insgesamt immer sehr elegant. Das Oysterband wirkt eher sportlich. Konfiguriert euch eure Wunschuhr. So, das war auf jeden Fall ein super erfrischender Kaffee bei diesen unglaublichen 30 Grad, die wir hier aktuell in Köln haben. Wir gehen jetzt zurück in den Laden. Ja, ich hoffe, das Video konnte euch bei der Konfiguration eurer Traum-Rolex Datejust auf jeden Fall helfen. Bis zum nächsten Mal. Es wird auf jeden Fall am Sonntag noch ein Video kommen. Schaut es euch an. Am Gewinnspiel teilnehmen. Ciao. Komm, eine Attacke noch geht. Die Leute wollen es hören. Attackiert!